Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Blatt Grün, ich habe einige Pokémon gefangen. Wo waren wir? Ich glaube, hier, ich habe Radfratz gefangen. Das hatten wir noch nicht. Ich habe ein Hornliu gefangen, ein Knofenser, ein Vulpix, ein Quapuzzi und ein Quapsilion auch. Ein Carpador, Abra, Krabi, Chromato, Blutzuck, Utrigaria und ein Ditto. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht fangen können. Also ich will halt auch nicht 5 Jahre damit verbringen, die Pokémon zu suchen. Und wir haben jetzt 41 Pokémon gefangen. Es ist schon mal eine ganz gute Summe, würde ich sagen. Oder, ja, doch schon, ja doch. Schon mal eine gute Summe. Die restlichen werden wir bestimmt auch noch irgendwie in der Zeit, jetzt bald, so zusammenkriegen. Würde ich mal meinen. Wir trainieren weiter Nidoking. So. Werden wir auf jeden Fall noch zusammenkriegen. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Hier in dem Feld habe ich noch gar nicht geguckt. Aber ich glaube, die gleichen Pokémon wie auf der restlichen Route auch schon. So ein Blutzuck und Ditto ist halt ganz cool. Ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Pokémon züchten. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Eigentlich nicht. Knofenser. Okay. Nidoking. Komm, einfach ja Hornattacke rein böllern, würde ich sagen. Ja, das ist netter Damage. Das ist netter Damage. Ja, halt, ich habe halt so viele Pokebälle verbraucht, ne? Alter, Vater. Alter. So viele Pokémon. Aua. Ich bin gegen das Mikrofon gehauen. So viele Pokebälle verballert. Ich habe keine Pokebälle mehr und ich habe auch nur noch wenig Superbälle. Hyperbälle habe ich eigentlich nicht eingesetzt, bin ich der Meinung. Ein Mirapla. Mirapla wollte ich auch fangen, aber haben wir leider nirgends zu fangen. Gibt es nicht. Wird zumindest der Pokédex sagt das zumindest. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es Blatt Grün ist. Feuerrot wäre es wahrscheinlich irgendein anderes Pokémon, was nicht zu fangen gibt. Diese Paralyse geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Und es ist jetzt so langsam. Ich habe eben ja mit der Vorspultaste die ganze Zeit gespielt. Und das ist ja jetzt halt so langsam alles. Ja, ach Mann. Ja, ist okay. Ja, Nidoking, jetzt reicht's aber langsam. Ganz ehrlich. Hör auf, paralysiert zu sein. Was ist das? Oh, Leute. Also ganz ehrlich, darüber rege ich mich gerne auf. What the fuck? Danke. Meine Güte. Wo war das Problem denn jetzt, Nidoking? Heilige Kacke. Tangela können wir auch nochmal irgendwo fangen. Obwohl, ich glaube, das... Nee, können wir noch nicht. Bin ich der Meinung. Ich mach mal einen Steinhagel, vielleicht ist das stärker. Alter. Also jetzt langsam, ne? Danke. Muss nur husten. Alter. Nee, Tangela können wir, glaube ich, erst später fangen. Weitaus später. Wir machen Tangela gerade echt wenig Damage, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Wurde unser Angriff gesenkt? Weiß es nicht genau. Aber wir müssen auf jeden Fall Nidoking gleich heilen. Lol. Aber schöne 1030 Erfahrungspunkte, das ist natürlich der Shit. Das ist der Shit, den ich will. So, Hyperheiler. Wir haben ja jetzt endlich die Heilung. Ha. Hypertrank hätten wir auch. Ich glaube, den setze ich jetzt nicht ein, das wäre doof. Das wäre Verschwendung. Kann man sich aufheben für irgendeinen Kampf, in dem wir verwickelt werden, mal und da unbedingt einen Hyperheiler brauchen. Ich pfeife gar nicht Vogel-Pokémon dabei rufen. Oh, Alter. Noch mehr Vogel-Pokémon-Trainer. Was soll das? Ist doch nicht dein Ernst? So viele. Meine Güte. Alles gutes Training. Also nehmen wir es mit. Mit Steinhagel. Schön. Schöner Damage. Und Nidoking Level 35. Das sehe ich auch gern. Ein Porenta. Wieder 4 Vogel-Pokémon, Alter.
wahrscheinlich alle so recht schwach. So. Ich meine, gegen Nidoking sieht jeder schwach aus, aber ihr wisst, was ich meine. Ist halt echt schlimm. Ein Dodu, Leute. Der ist ein Dodu. Da verschwende ich nicht mal Steinhagel für. Das macht eine Hornattacke so, okay. Mein Sound ist weg. Weil meine Boxen sich abgeschaltet haben. Alles klar. Ha! So. Edwin setzt noch ein Taubsi ein. Das ist auch Geschichte. Sehr schön. 300 Erfahrungspunkte, so eine Biegkriege. Au, das ist jetzt tragisch. Ja. Sehr, sehr tragisch. Oh. Eine Vogel-Pokémon erschaudern. Du musst wirklich gut sein. Ja, bin ich. Bin ich. Du bist der Vogel-Pokémon-Trainer. So langsam habe ich echt genug von euch. Ihr gebt mir alle echt ein bisschen auf den Sack. Ich bin froh, dass es keine Vogel-Pokémon-Arena gibt. Also, in der Edition zumindest nicht. Ah, und ein Dodu. Du hattest gerade ein Dodri. Und ich wette, dieses Dodo hat das gleiche Level. Ja, warum ist es kein Dodri? Lass doch schon Dodri. Genau auf dem gleichen Level. Ach Mensch. Manchmal verstehe ich es nicht. Was denken diese Entwickler sich dabei? Warum? Schon, ach, noch ein Dodu. Auch Level 28? Auch Level 28. Du, Vitali, du machst irgendwas falsch. Leute, der Trainer heißt Vitali. Falls ihr das nicht gesehen habt. Nicht, dass euch denkt, hä, Vitali, was willst du denn? Aber das Gift besiegt Dodu selbst, das ist schön. Und es dürfte Niederkunft Level 36 sein. Ja, schön, cool. Nice. Sehr geil. Ich lag also richtig. Ja. Bitte, lasst es den letzten Vogel-Pokémon-Trainer sein. Gewesen sein. Das ist echt, also langsam habe ich da keinen Bock mehr drauf. Langsam sind das echt zu viele. Ey. Ja, wunderbar. Dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Ja. Ein Duflo. Oh, okay. Ich habe gerade mit Schlimmerem gerechnet. Winsterfaust. Batz. Ins Gesicht. Ja, Säure ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber kann Säure nicht vergiften? Ich glaube schon. Das wäre nämlich doof. Aber wir haben ja Gegengift. Schöner Crit an der Stelle von Gengar. Ich würde mal Rengar sagen. Das wäre, ja, ist ein bisschen dumm. Dann machen wir Geheimpower. Ja, okay, macht nicht so. Oh. Mirapla und diese verkackte Stachelspore, ey. Oh, wenn Gengar jetzt... Du bist sogar schneller. Was? Was? Okay. Diese Stachelspore gehen echt... Die sind ätzend. Stachelspore ist ätzend. Paralyse allgemein ist ätzend. Das ist ein doofe doof. Das ist einfach nur doof. Aber Paralyse geht manchmal so auf den Sack, ey. Nicht, dass du lang... Das ist... Also nicht mal, dass du unbedingt noch langsamer wirst, so. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Sondern einfach nur, dass das es so oft einfach reinhaut und sagt, ja, nee, du kannst nicht angreifen. Das ist halt... Ah, einfach ätzend. Aber Gengar hat's gut überstanden. Hä, ja, nicht gut. Genug. Nee, irgendwie nicht. Warum hast du auch zwei Miraplas getauscht? Also eigentlich ja drei, weil du hast Duflo, aber... Ja. Ich frag mich. Hallo? Bitte nähere Pokémon, weil ich alleine lebe. Oh. So auch. Nicht der Sinn des Lebens, du. Schönheit ihrer. Du bist doch eine Schönheit. Warum hast du denn keinen Freund? Verstehe ich nicht. Irgendwie. Ha. Lockduft. Okay. Und nochmal Finsterfaust und das Bisasam ist besiegt und Gengar dürfte Level 31 erreichen. Sehr schön. Ja. Gengar kriegt sein Training. Traumfresser, oh. Ja. Das machen wir anstatt Fluch weg, würde ich sagen. Schön.
Somit hat Gengar schon mal zwei seiner bleibenden Attacken. Dieser Knosp. Okay. Dann würde ich sagen... Hypnose. Und gleich, Leute. Setzen wir mal schön Traumfresser ein. Traumfresser. Boah, Alter. Ah, das heilt sogar, oder wie? Oh, geil. Wusste ich gar nicht. Das Traumfresser selber heilt. Das ist so eine schöne, starke Attacke, ne? So, habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ja, das ist doof. Naja. Du bist ein schlaues Kind. Woher weißt du das? Du kennst mich gar nicht. Noch so eine Schönheit. Tu dich mit der anderen Schönheit zusammen. Noch ein Tauboga. Paralysiert, okay. Das ist sehr schön. Ein Flügelschlag. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja Hypnose einsetzen und Traumfresser, aber hä? Stimmt, es ist ja paralysiert. Ach, Wirbelwind. Noch so eine Attacke, genauso wie Brüller. Einfach nur ätzend. Einfach nur dumm. Warum? Warum gibt's die Attacke? Einfach doof. Einfach doof. Knuddeluff. Dann würde ich sagen, müssten wir eigentlich Nidoking einsetzen, ne? Ach komm, Gengar. Wir setzen Gengar ein. Gengar ist halt einfach der Main. Schönes Knuddeluff. Oh, Knuddeluff sieht einfach cool aus. Ich mag Knuddeluff. Knuddeluff ist ein schönes Pokémon. Nein, oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Komm schon, nice. Sehr schön. Sehr schön. Und gleich einfach mal... Traumfresser! Na, wie viel Damage? Geht aber eigentlich. Ist nett. Schläft immer noch, das heißt, wir böllern noch einen Traumfresser hinterher und das Knuddeluff dürfte besiegt sein. Knuddeluff ist aber auch ein Heavy Tank, ne? So, der hat übel viel KP, glaube ich. Das ist echt heftig. Aber schön, Knuddeluff besiegt. Und Gengar kriegt weiter sein Leveln, seine Erfahrungspunkte. Und du siehst so süß aus. Danke. Ich bin aber nicht anderes gepolt. So. Also nicht, dass das jetzt schlimm ist, aber ich nicht so. Her mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Ja, wenn du verlierst, kriege ich dein Geld. So läuft das in der Pokémon-Welt. Smogon. Ja, ich würde sagen, Hypnose und Traumfresser, ne? Da! Mann, letztes Mal hat Hypnose so viel getroffen. Komm schon, Gengar! Das kann nicht dein Ernst sein. Please! Triff! Danke! Danke! Und Gift ist ja sogar, hat ja sogar eine Schwäche gegen Psycho. Das heißt, der schöne Traumfresser böllert hart rein. Oh yeah. Bevor wir übrigens die Arena machen, Leute, glaube ich, von Fuxania City. Ach, das dauert eh noch ein bisschen. Ich merke gerade, ich denke mir gerade so, okay, warte mal. Wir machen eh erst die Pflanzenarena vorher. Ich bin nur hier, um Surfer und sowas zu holen. Ein paar Erledigungen zu machen, damit wir uns später herbieben können, aber ich glaube dann... Mal nehme ich dann den Radweg? Ich weiß es noch nicht. Ich finde den Radweg so unnötig. Und so krass sind die Trainer da auch nicht. Naja, mal gucken. Machen wir erstmal hier die Pflanzenarena in Prismania City. Und danach machen wir... holen uns erstmal aus Afonia City Psychokinese ab. Wenn es die Attacke da... Ich bin der Meinung, es gibt's da. Definitiv. Bei Mr. Psycho. Das ist ein... NPC. Und das bringen wir dann Smetbo bei, damit Smetbo noch mehr reinböllert in der Arena. Weil Konfusion ist schon eine schöne Attacke, aber Psychokinese ist halt einfach noch einiges stronger. Kannst du jetzt mal mit deiner Genauigkeit senken aufhören? Smogmog? Smogmog gibt schön viel Erfahrungspunkte, schätze ich.
Und ich hoffe, Traumfresser trifft jetzt. Natürlich nicht. Weil so viel Rauchwolke, Intus. Komm, danke. Na, One-Shot? Alter. Alter Vater. Und Gengar wieder full life. Das mag ich an solchen Attacken, ey. Auch ein Gigasauger oder Megasauger oder so. Schöne Attacken. Das darf nicht wahr sein. Doch. Doch, doch. Hallo? Ey, Kenny, lass uns kämpfen. Jo. Leute, wir werden noch ein Part auf dieser Route verbringen. Ist nicht dein Ernst, ey. Ich werd gerade angerufen, scheiße. Ich mute mich mal eben. Warum? Warum geht denn Hypnose momentan so viel daneben? Das gibt's doch nicht. Kann nicht wahr sein. Heilige. Komm schon, danke. Danke. Sehr schön. Ja. Ja. Sorry, ich musste da eben rangehen. Meine Mama hat angerufen. Ich meine, so viel kann ich ja gerade eh nicht kommentieren. Außer, dass die ganze Zeit Hypnose daneben geht. Und sonst, wenn's trifft, jeder durch Traumfresser One-Shot ist. Ist echt geil. Echt geil. Oh, der hat ja 5 Pokémon, was? Oh, wenn du jetzt nur Smogons hast, ne? Ja, dann flippe ich aber aus. Das kann doch nicht sein. Bestimmt hat er ein Smogmog. Der Rest nur Smogons. Das könnte ich mir vorstellen, ey. Traumfresser. Was? Ach komm. Als ob er gleich. Oh, er wacht instant auf. Instant. Wird doch gleich, glaube ich, auf Smetbo wechseln. Oh. Jetzt geht die Hypnose daneben. Was soll das hier nur werden, Leute? Ich werde auch gleich auf Smetbo wechseln, weil einfach. Es geht schneller. Als die ganze Zeit Hypnose oder Traumfresser. Hypnose, dann Traumfresser. Das gibt's nicht. Was geht das denn so viel daneben? Ja gut. Rauchwolke, ne? Scheiße. Oh, sorry, Leute. Mein Husten ist schlimm. Ah, eigentlich müsste ich ja... Smogmog? Hab ich gerade Smogmog gelesen? Aber für den Kampf bleibt Gengar noch drin. Dann ist Gengar Level 33 noch. Ich hoffe, ich muss hoffen, dass das Hypnose trifft. Noch 3 Versuche für Hypnose. Leute, das kann's nicht sein, ey. Please! Please! Komm schon! Das gibt's nicht. Ich glaube, ich kann nur noch einmal Hypnose einsetzen. Das muss treffen. Ich muss treffen. Komm, danke. Oh. Dieser Husten, ey. Und jetzt muss Traumfresser treffen. Bevor es wieder aufwacht. Komm schon, Gengar, lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Gengar? Gengar? Komm schon. Alter! Das gibt's nicht! Das kann nicht wahr sein. Einmal noch. Alter, beides beim letzten Mal trifft es noch, ey. Das ist ein Ding. Heavy. Hypnose beim letzten KP und Traumfresser beim letzten KP. Alter Vater. Gengar Level 33. Ist schon mal schön. Hatte Gengar circa mittlerweile Level-Niveau von unserem ganzen Team. Tauboga ist halt übel underlevelt. Aber der kriegt. Tauboga kriegt Erfahrungspunkte in der Pflanzenarena auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde es hier auf der Route auch gleich noch ein bisschen trainieren, zumindest. Es wird halt keine 6 Level kriegen. In der Pflanzenarena. Sonst ist es halt einfach hart underlevelt. Und das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Ein Slimer. Als letztes Pokémon hat er noch einen Slimer. Really? Okay. Okay. Und es ist nicht mal Water. Alter. Okay.
Aber das dürfte Smetbus Level 34 sein, auf jeden Fall. Das ist definitiv... Ups, voll gegen das Mikrofon gehauen, es tut mir leid. Das ist definitiv Smetbus Level 34. Definitiv. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Seestrahl. Bäh. Ja. Ja. Warum nicht? Seestrahl ist ganz gut. Wird halt eh nicht lange da bleiben, weil Psychokinese später, aber naja. Voll erwischt. Jo. Gut, Leute. Das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sind hier schon mal durch. Als nächstes kommen diese kleinen Gören hier dran. Dann da oben diese ganzen Biker. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.